10 Monate sind seitdem vergangen. Und doch war plötzlich alles wieder so nah. Die Angst, der Schmerz. Es war an einem Samstag, kurz vor Weihnachten. Sind Sie verletzt? Hallo? Hallo? Wer ist da? Holen Sie mich heraus! Was ist mit Ihnen? Sind Sie verletzt? Meine Beine. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Sehen? Ich bin hier oben. Nein. Nein.
Haben Sie was abgekriegt? Sind Sie verrückt geworden? Es waren nur ein paar kleine Steine, keine Angst. Was ist, wenn das Gebäude einstürzt? Ich ersticke! Ich ersticke! Beruhigen Sie sich, bitte! Erzählen Sie mir was. Was denn? Irgendwas. Was machen Sie denn so? Nichts. Wenn ich das richtig verstehe, heißt es, Sie kochen, putzen und ziehen Ihre Kinder groß. Stimmt's? Wie viele haben Sie denn? Ein Junge und ein Mädchen? Zwei Jungs. Wie alt sind die beiden denn? Tom ist 10 und... Tom wie Thomas? Heißt Ihr Mann Thomas? Nein, Martin. Warum haben Sie ihn dann Tom genannt? Nach Tom Sawyer. Das war mein Lieblingsbruder. Als Kind. Dann heißt der andere wahrscheinlich Huckleberry, richtig? Nein, Benjamin. Benjamin? Wie Benjamin Bunny? Ich kenne keinen Benjamin Bunny. Sie kennen Benjamin Bunny nicht? Benji, das Kaninchen, der beste Freund von Peter Rabbit? Das war als Kind mein Lieblingsbuch. Ja, Fellinchen. Ich gucke. Ja. Der erste Stock des Parkhauses ist fast vollständig eingestürzt. Dort im ersten Untergeschoss wird im Fieber auch noch weitere Tote und Verletzten gesucht. Zu den Ursachen der Explosion konnte die Polizei noch keine Aussagen machen. Ja. Tom, mach die Glotze aus. In einer Viertelstunde kommt Mami zurück. Gleich. Nicht. Liebe Kinder, gebt Scheinheit. Jetzt nicht erschrecken. Ich mache Ihnen Licht. Lachen Sie. Da liegt eine Gans. Das ist keine Gans. Das ist eine Mastente. 3,5 Kilo. Scheiße. Ist es Ihres? Ja. Aber ich komme nicht ran. Danke, Karin. Ich habe gerade noch mal versucht, Anna auf dem Handy zu erreichen, aber sie geht nicht ran. Wahrscheinlich hat sie es abgestellt oder sie ist jetzt im Auto. Ich muss bis Dienstag alle Berechnungen vorlegen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Mach mal ganz in Ruhe, ich habe Zeit. Anna weiß ganz genau, dass ich weg muss. Ich verstehe das nicht. Tom, verdammt noch mal, ihr sollt die Glotze ausmachen. Über die genaue Ursache der Explosion herrscht hier noch Rätselraten. Von einer Gasexplosion ist die Rede, aber auch über einen möglichen Bombenanschlag wird hier spekuliert. Anna ist in die Innenstadt Geschenke gekauft. Dann weiß sie doch, wo sie steht. Sie steht im Stau. Warum meldet sie sich dann nicht? Ich habe extra das Handy mitgegeben. Geh jetzt, ich kümmere mich um die Jungs. Ist was mit Mami? Und kein schweres Gerät eingesetzt werden. Nein, Tom. Über die Zahl der Verletzten gibt es noch keine Gefahr. So, schön brav sein. Tschüss. Hier hinter mir in der Verletzten-Sammelstelle werden immer mehr Verletzte eingeliefert und auch die entsprechenden Krankenhäuser in der Stadt vertragen. Was ist das? Elektrische Leitung, ich bin im Fahrstuhlschacht. Hallo? Lassen Sie mich nicht allein! Hallo? Bleib bei Ihnen, keine Angst. Martin ruft gleich wieder an. Der wird stinksauer sein. Alan? Ich bin's. Martin, sie ist immer noch nicht da. Scheiße. Martin, mach sie nicht verrückt. Sie haben die ganze Innenstadt abgesperrt. Der Tunnel ist auch dicht. Sind die Kinder schon im Bett? Gerade eingeschlafen. Du, ich rufe dich an, sobald Anna hier ist, okay? Okay. Vielen Dank, Oberbrandmeister Richter. In den zerstörten Gebäudeteilen wird weiter Fieberhaft das Überleben gesucht. Die verschütteten Autos.
So versucht man sich ein ungefähres Bild über die Zahl der Verschütteten zu machen. Noch einmal die Bitte der Einsatzleitung. Jeder. Lenz? Martin, im Fernsehen, wir haben Annas Auto gefunden. Was? Was haben Sie? Hallo? Hören Sie auf, bitte. Bitte, wir kommen hier raus. Wie heißen Sie eigentlich? Anna. Ich heiße Robert. Erzählen Sie mir doch mal, Anna, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Oder lassen Sie mich raten. Er hat Sie monatelang auf dem Weg zur Arbeit beobachtet und sich nie getraut, Sie anzusprechen. Oder sind Sie zusammen im Aufzug stecken geblieben? Nein. Ich mache noch mal Licht. Martin ist der beste Freund von meinem Bruder. Sie haben zusammen gewohnt. Während ihres Studiums in Wien. Eines Tages wollte ich meinen Bruder da besuchen. Und da stand Martin in der Tür. Und? War es Liebe auf den ersten Blick? Er war total genervt. Er hat für ein Examen gelernt. Und mein Bruder hatte ständig irgendwelche Mädchen zu besuchen. Er hatte Angst, dass das wieder losgeht. Was? Na, was wohl? Martin hat mir dann Wien gezeigt. Wir haben den ganzen Architekturführer abgegrast. Eigentlich interessiere ich mich überhaupt nicht für Architektur. Aber mit ihm war es wahnsinnig schön. Hat Martin sein Examen trotzdem bestanden? Hallo? Anna? Anna? Anna, was ist los? Können Sie mich noch hören? Anna! Angewöhnt, wie die Kinder klein waren. Links das Baby, rechts die Uhr. Sie kann leuchten. Ihre geht sogar noch. Meine ist Schrott.
Wenn sie richtig geht, ist es jetzt 22:30. Wir sind schon über 4 Stunden. Warum kommen die denn nicht? Keine Ahnung. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte bleiben Sie ruhig, Anna. Raus. Anna! Hören Sie auf! Und das alles nur wegen so einem gottverdammten Idioten. Was für einem Idioten? Irgend sein Mercedes hat mich zugepackt. Ich wollte ihn abschleppen lassen und bin zurückgegangen. Der Idiot war ich, Anna. Dunkelblauer Saatmann, 192er Baujahr. Kennzeichen? Hamburg, KA 1141. Wir haben ihn vor 2 Stunden aus dem Untergeschoss geborgen. Wahrscheinlich hat Ihre Frau den Wagen abgestellt wie 100 andere und ist beim Einkaufen gewesen, als das Ding losging. Machen Sie sich nicht unnötig Sorgen. Sie hätte zu Hause angerufen. Bei dem Rummel hier? Womöglich sitzt sie schon in der U-Bahn nach Hause. Sie hat mein Handy. Schon ein paar Mal versucht, aber sie ist nicht dran gegangen. Die Handynetze hier in der Innenstadt sind völlig zusammengebrochen. Jeder will seine Familie anrufen. Wissen Sie was? Hier vorne um die Ecke gibt es einen Kaffee. Da wärmen Sie sich erstmal auf und dann suchen Sie sich eine freie Telefonzelle und rufen zu Hause an. Wahrscheinlich wartet Ihre Frau schon mit dem Abendessen, okay? Ich suche meine Tochter. Versuchen Sie an irgendwas Schönes zu denken. An was denn? Ich habe da so eine Technik. Ich sammle schöne Momente. Vor ein paar Jahren war ich mal in Mexiko. Kleiner Ort am Meer, Zipolite heißt der. Waren Sie schon mal in Mexiko? Jedenfalls saß ich eines Tages zu Abend, in kleinem Lokal, direkt am Meer. Plötzlich wurde alles schwarz. Sie hat mir irgendwas ins Essen getan. Am nächsten Morgen wachte ich am Strand auf, ohne Geld, ohne Wertsachen. War alles weg. Mein ganzer Körper war wie gelähmt, ich konnte nicht mehr die Hand heben. Da kam plötzlich eine Möwe. Sie hielt mich wohl für einen Teil der Landschaft, ein Fels oder ein Riff. Jedenfalls landete sie auf meinem Oberarm, hüpfte von dort auf meine Hand. Ich hatte immer gedacht, dass Vogelfüße etwas Kaltes sind, Hartes. Verhornt, mit scharfen Krallen. Das stimmt aber gar nicht. Die Zehen dieser Möwe waren ganz warm. Hat sich wunderschön angefühlt. Passt. Bitte öffnen. Schließen. Kommen Sie. Ganz ruhig, Anna. Es ist nur das Licht ausgegangen. Sie schulden mir noch was. Was denn? Einen schönen Moment für meine Sammlung. Ich weiß keinen. Wollen Sie etwa behaupten, dass Sie noch nie in Ihrem Leben glücklich waren? Ich zum Beispiel bin glücklich, wenn ich unterwegs bin. Sind Sie viel unterwegs? Eigentlich immer. Nächste Woche beispielsweise fliege ich nach China. Was machen Sie denn da? Ich kaufe mir ein Fahrrad und fahre die chinesische Mauer entlang. Einfach so? Einfach so. Und schreibe die Geschichten auf, die mir dabei passieren. Davon lebe ich. Morgens, wenn Benny gerade erst aufgewacht ist, sind seine Haare ganz verstrubbelt. Sie wachsen am Hinterkopf in 2 Wirbeln. Wenn ich ihn dann auf den Arm nehme, dann bin ich glücklich. Die Wahrscheinlichkeit, in den stark zerstörten Gebäudeteilen, den die Rettungskräfte nicht schlafen, Überlebende zu finden.
ist gering, so die Experten vor Ort. Amerikanischen Konsulat gelten sollte. Wir werden belagert von Journalisten. Ständig klingelt das Telefon. Alle wollen sie die große Schicksalsgeschichte haben. Einer hat mir sogar 20.000 Mark für ein Foto von dir geboten. Du weißt, was ich gemacht habe? Ich habe ihn rausgeschmissen. Anna, du musst jetzt ganz schnell wieder gesund werden, ja? Die Ärzte sagen, dass du in ein paar Wochen so weit bist, dass du in die Reha kannst. Bescherung! Das ist toll, Martin. Danke. Stoßfest und wasserdicht bis 70 Meter. Und jetzt rufen wir deine Mutter an und bleiben einfach noch ein bisschen hier. Nee, die warten schon auf euch, das weißt du doch. Na gut. Okay, Jungs, zusammenpacken. Wir sind gerade fertig mit Aufgaben. Nee, zusammenpacken! Sag mal, hat sich dieser Robert eigentlich mal bei dir gemeldet? Ich habe nämlich überall nach ihm gefragt. Bei der Polizei, in allen Krankenhäusern, sogar bei der Presse. Ist wie verhext. Keiner weiß, wo der steckt. Es wäre wirklich einfacher, wenn du dich an seinen Nachnamen erinnern könntest. Nee, das erinnern nicht mehr. Einfach so. Gib's mir. Anna Lenz? Haben Sie das Buch bekommen? Sind Sie schon an der Stelle, wo Benjamin Bunny seine Cousine Flopsy heiratet? Geht es Ihnen gut? Es geht mir sehr gut. Sind Sie allein? Ja. Feiert Martin mit den Kindern bei Ihren Eltern? Mein Mann hat versucht, sie zu finden. In welchem Krankenhaus liegen Sie denn? Ich liege zu Hause.
ihre Stimme zu hören, Anna. Hat mir gefehlt. Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Ich könnte Martin schicken. Ist nicht nötig, ich bin bestens versorgt. Das ist gut, dass Sie nicht allein sind. Ich muss auflegen, ich bekomme Besuch. Vielleicht könnten wir mal telefonieren. Wo kann ich Sie erreichen? Ich melde mich wieder. Frohe Weihnachten. Ja. Anna? Ja. Alles in Ordnung? Ja, wieso? Hast du geschlafen? Nein. Wie geht's Tibi? Ganz gut. Kann ich Sie sprechen? Kommt schon. Danke. Gute Nacht, Schatz. Wir sehen uns morgen. Danke. Anna? Also Moment, nochmal. Ich stopfe die Zitronen in die Ente und dann nähe ich den Bürzel zu. Richtig. Wo finde ich den? Wo wohl? Hinten. Und nicht vergessen, die Zitronen einzustechen. Sonst bläht die Ente sich nicht auf. Das ist wichtig, verstehst du? Das schaffe ich nie. Karl. Nein. Weißt du was? Ruf einen Catering-Service an. Ich bestelle jetzt einen Krankentransport und dann kommst du mit zu uns. Und wie stellst du dir das vor, dass ich im Liegen koche? Du gibst Anweisungen und ich führe aus. Ich bin nicht mal transportfähig. Zumindest sagt es die Schwester. Normalerweise hältst du es hier keine 3 Tage aus. Muss ich mir Sorgen machen? Musst du nicht. Ich bin bestens versorgt. Ich kann in Ruhe arbeiten, alles ist gut. Fahr nach Hause, grüß die Frau und die Kinder. Sagen Sie, fantasiert er nachts oder schreit er manchmal laut auf? Geh einfach, Karl. Geh, bitte. Bis morgen. Bis morgen. Oh. Vielen Dank. Das ist ja herrlich. Mein Gott, sind die schön. Vielen Dank. Du, die sind nicht von mir. Die sind wohl vom Haus. Deine Mutter schafft das nicht. Und Karin kann sich auch nicht jeden Abend um die Jungs kümmern. Ich weiß. Und im Büro wartet jede Menge Arbeit auf mich. Ich komme am Wochenende, ja? Ruf mich an. Okay. Tschüss. Ja, mach ich. Ruf an! Mach ich. Guten Appetit. Entschuldigung, könnte ich mal das Salz haben, bitte? Dürfte ich mir das Salz von Ihnen nehmen? Das hätten Sie aber auch sagen können. Vor Jahren jemand in Bolivien erzählt. 2 Männer teilen sich ein Zimmer im Krankenhaus. Das Bett des einen steht direkt am Fenster. Was der andere natürlich für sein Leben auch gehält. Weil von diesem Fenster aus kann man eine Frau in ihrer Wohnung beobachten. Also erzählt der Mann am Fenster natürlich den ganzen Tag, was er so sieht. Wie die Frau aussieht, was sie anhat. Was sie in der Küche treibt, er erzählt, wie sie abends ins Bad geht, sich entkleidet. Er erzählt von ihren weichen Lippen, ihrem wohlgeformten Körper. Das treibt den anderen zum Wahnsinn. Er kann an nichts anderes mehr denken. Er träumt von dieser Frau. Eines Nachts nun erleidet der Mann am Fenster einen Erstickungsanfall. Und könnte sein Zimmergenosse die Nachtschwester rufen, um Hilfe zu holen. Das tut er aber nicht. Am nächsten Morgen ist der Mann am Fenster tot. Und der andere bekommt nun das, was er immer wollte. Er wird also in seinem Bett ans Fenster geschoben und kann endlich hinaussehen. Was macht die Lunge?
Ach gut, danke. Und war die Frau wirklich so schön, wie der Mann am Fenster erzählt hat? Es gab gar keine Frau. Das Einzige, was man vom Fenster aus sehen konnte, war eine Mauer. Ach, ging ja. Einmal. War schon mal besser. Gucken Sie mal da oben. Was das wohl ist? Die alte Villa? Aha, die gucke ich mir an. Nicht so schnell, da komme ich doch nicht hinterher. Beeilen Sie sich halt ein bisschen. Warten Sie. Anna? Anna? Hier bin ich! Sieht aus wie ein Restaurant. Wahrscheinlich liegt der Koch noch tot in der Küche. Erschlagen von seinem letzten Gast. Von da oben muss man einen fantastischen Blick haben. Das Fenster steht offen. Was haben Sie vor? Robert? Sind Sie verrückt geworden? Sie wollen doch hier wohnen. Oder kaufen Sie mir die Katze im Sack? Ach doch, Ihr Bein! Ich fürchte, Sie haben recht. Oh, oh. Kommen Sie. Wie wir uns hier sehen, ist morgen die ganze Reha-Klinik hier. Wir haben die Attentäter immer noch nicht gefasst. Ist Ihnen das so wichtig? Natürlich. Die müssen bestraft werden für das, was sie getan haben. Und was ändert das? Da sind Menschen gestorben. Sind Sie nicht mal wütend? Sie hatten doch lange Zeit Schmerzen. Ihr Bein ist immer noch nicht ganz verheilt. Dafür habe ich Sie kennengelernt. Kommen Sie. Tanzen gehört hier zur Therapie. Gekommen seid. Oh. Hallo. Du machst ja die Haare ab. Ich wollte mal was Neues probieren. Gefällt's dir? Doch. Bisschen ungewohnt. Ach, ist das herrlich. So wollte ich immer wohnen. Bleib doch einfach. Ja, das geht nicht.
meine Bestrahlungen. Wie geht's dir eigentlich? Du hast Farbe bekommen. Ja? Die Luft wird dir sicher gut tun. Bekommst du noch Bewegungsbäder und Massagen? Mhm. Naja, dann werde ich wohl ein, zwei Nummern kleiner machen lassen müssen. Sonst verliere ich ihn noch womöglich. Nimm ihn. Na komm schon. Du hättest ihn früher oder später ohnehin bekommen. Ihr könnt jetzt warten oder schwimmen oder Boot fahren. Wir haben noch kein Boot. Gehört das Boot Ihnen? Kommst du dran? Hey! Wie wär's denn mit dem Spiel? Wir zwei gegeneinander und Benji geht ins Tor. Woher wissen Sie, wie ich heiße? Das habe ich aufgeschnappt. Letzter. Im Mittelfeld übernimmt von Weber. Geht nach vorne, vorbei an Rivera, vorbei an Mazzola. Könnte nach links. Ups. Zu Simons spielen, tut aber nicht. Könnte nach rechts zu Heike spielen, tut auch nicht. Geht aufs Tor, ganz alleine durch und... Ups. Hey, Jungs, reinkommen! Okay. Na los! In einer halben Stunde gibt's Essen. Hände waschen könnt ihr bei Mama im Zimmer. Opa, kennst du Netzer? Ist er nicht beim Fernsehen? Frag mal lieber Papi, der kennt sich da aus. Günter Netzer war der beste Mittelfeldspieler, den wir hier hatten. Wie kommst du denn an Netzer? Der da hat immer gesagt, bei Fußballspielen wäre Netzer. Mahlzeit. Das ist Robert Nicolai, der Mann, mit dem ich verschüttet war. Robert, das ist Martin, mein Mann. Freut mich. Möchten Sie sich nicht zu uns setzen? Vielen Dank. Herr Nicolai, ich möchte Ihnen für alles danken, was Sie für meine Frau getan haben. Ich habe gar nichts getan. Ich war auch nur zufällig da. Nein, nein. Wenn Sie nicht gewesen wären, dann wäre Anna heute nicht hier. Wie geht es Ihrem Bein? Besser, danke. Im Abschluss noch ein bisschen schwach, aber das wird schon wieder. Sie sollten es mir schonen. Wahrscheinlich haben Sie recht. Guten Appetit. Danke. Hast du mir ja gar nichts von erzählt. Ich kam noch nicht dazu. Wie geht's dir? Es hat sich nichts geändert. Was heißt das? Sie macht ihre Bestrahlung und ist erschöpft. Mach dir keine Gedanken. Tibi! Tibi! Gott, hey! Tibi! Das ist schon. Langsam, langsam. Was ist los? Gute Aufregung. Ich bin nur gestolpert. Das ist alles in Ordnung. Komm, Benni. Guck dir deine Mutter an, das ist ein Sturm. Pack mal schnell die Sachen zusammen, sonst fährt das Schiff ohne uns ab. Martin! Wie viel Zeit hast du noch? Ein paar Monate. Anna, ich konnte es dir nicht früher sagen. Du warst schwer krank. Wenn sich was verschlimmert, erfährst du es. So spreche ich dir. Anna.
Wollen Sie sich nicht setzen? Ich wollte Sie nicht nur ein Kartenschreiben stellen. Tun Sie gar nicht. Ich schreibe an mich selbst. An sich selbst? Also es ist mir peinlich, in der Öffentlichkeit zu schreiben. Mir ist es lieber, Leute glauben, ich verschicke Postkarten. Da fühle ich mich besser. Woran schreiben Sie? Das ist die Geschichte eines kleinen Jungen namens Jojo. Er lebt in einem riesigen Haus, nur mit seinem Vater. Da der Vater Angst hat, sein Junge könnte entführt oder von einem Auto überfahren werden, lässt er nie mit anderen Kindern spielen. Er lässt ihn nicht mal vor die Tür. Also liegt Jojo in seinem Bett und stellt sich vor, das Haus habe einen unterirdischen Tunnel, durch den er entkommen kann. Und er erlebt die fantastischsten Abenteuer. Sie schreiben ein Kinderbuch. Ich weiß genau, was Sie denken. Der und Kinder? Wie kann er über etwas schreiben, wovon er nichts versteht? Nein, das habe ich nicht gedacht. Darf ich? Ich will Ihnen gerne was zeigen. Haben Sie mal von den Jüngern der Sonne gehört? Jünger der Sonne? Ja. Das war eine Art Kommune. Die liefen nackt in der Gegend herum, praktizierten freie Liebe und Partnertausch. Und das Ganze vor 100 Jahren. Und das hier war Ihr Vereinsheim? So kann man es nennen, ja. Das war Ihr Tempel. Es waren hochgebildete Leute dabei. Maler, Dichter, Wissenschaftler, Philosophen. Und hier wurde über die Zukunft der Zivilisation debattiert, gedichtet, getanzt und Drogen genommen. Halluzinogene Drogen, Stechapfel, Fliegenpilz. Kommen Sie. Natürlich wurden sie angefeindet und bekämpft. Schließlich regierte noch der Kaiser. Es war kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Aber wie gesagt, es waren eben auch einflussreiche Persönlichkeiten darunter. Adlige, Industrielle, Politiker, sogar eine Cousine des Kaisers. Und deshalb wurde das unmoralische Treiben hier geduldet. Hier oben haben sie gewohnt. Hier wurde gekocht, gebadet. Hier haben sie sich geliebt. Warum spielen sie nicht weiter? Meine Mutter starb an Krebs. Hatte sie ein glückliches Leben? Ich glaube schon. Sie wäre vielleicht gern mal in die USA gereist und nicht immer noch nach Kreta. Mein Vater ist Studienrat. Latein und Griechisch. Und ich denke, sie wäre gerne in ihrem Beruf geblieben. Ich kann mir mein Leben einfach nicht vorstellen ohne sie. Seit es mich gibt, Kinder glauben immer, dass ihre Mutter niemals weg sein kann.
Krank. Robert! Robert! Karl! Was machst denn du hier? Das sollte ich dich eigentlich fragen. Seit Tagen quatsche ich deine Mailbox voll. Einem Elefanten das Eierlegen beizubringen, ist wahrscheinlich einfacher, als eine Unterschrift von dir zu kriegen. Das ist Anna Lenz. Anna, das ist Karl Iserloh, mein Verleger. Guten Tag. Die, Anna? Genau die. Entschuldigen Sie mich bitte. Freut mich. Eins musst du mir unbedingt verraten. Wie hast du es eigentlich geschafft, mit einem Schienbeinbruch in ein Lungensanatorium einzuchecken? Hm? Kalt. Lass uns reingehen. Benny? Komm mal her. Guck mal, das ist für dich. Danke. Alles in Ordnung? Was meinst du? Du bist so still in letzter Zeit. Ich mache mir Sorgen um Tibi. Wieso?
wollten mal wieder Leute zum Essen einladen. Anna, es war mal wieder köstlich. Es war oberköstlich. Was gibt es jetzt? Wolfgang, Lamm. Lamm? Das klingt doch viel zu profan für dich. Wahrscheinlich ist es eher eine Komposition von Lamm und Ziege an Frühlingskräutern in einem... Dickerchen, du bist ja schon ganz erregt. Kein Wunder, wenn ich Anna heute anschaue. Sagst du mir bitte, Rupert, ist Martin schön. Bleib ruhig sitzen, du musst sowieso in die Küche. Sag mal, hättest du Interesse an einer attraktiven Ehefrau? Ja, gern. Ja. Aber mach's mal nicht so hart wie Wolf. Süßes Kleid hast du an Anna. Danke. Siehst wundervoll aus. Oh, das duftet. Sag mal, können wir mal für 5 Minuten ein Schlafzimmer leihen? Aha. Aber leise, die Kinder schlafen. Aha. Ein, nur über meine Leiche. Ach so. Ach, riech mal. Ein Pinienwald in Apulien, durch den ein Schäfer gerade eine Herde Schafe treibt. Ja, das riecht eher wie ein taubesetztes Rosmarinfeld bei Luca. Pecorino, Oliven, Thymian. Nicht wahr, Anna? Ich rieche Tomaten. Sonnengereifte Tomaten. Und ich rieche dein penetrantes Aftershave-Gerd. Haha. Entschuldige mich einen Moment. Anna? Obwohl alles ein bisschen viel für sie. Du sagst mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Danke, Karin. Sag mir lieber, was mit dir los ist. Jetzt lass das! Ich mach das gleich. Setz dich. Ich muss mit dir reden. Du verlässt Hals über Kopf die Reha-Klinik. Einfach so. Ohne Erklärung. Ist in Ordnung, du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Aber seit du zurück bist, behandelst du mich und die Kinder wie Fremde. Anna, ich weiß nicht, durch welche Hölle du gegangen bist. Aber Gott weiß, ich hätte alles drum gegeben, wenn ich an deiner Stelle da unten gelegen wäre. Aber es ist nun mal so passiert. Niemand kann das ändern. Passiert ist passiert. Anna, du musst jetzt endlich wieder nach vorne sehen. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag es. Du bekommst sie. Aber bitte sag es. Das ist dieser Mann. Er ist bei dir da unten gewesen. Nicht ich. Es ist doch so. Habe ich recht? Nein. Dr. Grebe ist noch bei ihr. Ich gehe noch mal hoch. Okay.
Arzneimittel nicht mehr erzählen. Ich schaue dann heute Abend noch mal rein. Guten Tag. Ich bringe den Herrn Doktor noch schnell zum Auto. Sie wartet auf dich. Tibi? Hm? Ah! Na? Wie geht's dir? Sieht schlimm aus da unten. Ach, ich wollte eigentlich noch einen Kuchen backen, bevor du kommst. Lass mal. Geht's dir gut? Der Doktor will mich ins Krankenhaus bringen. Zur Erholung. Ich will aber nicht. Du solltest tun, was er sagt. In einem Krankenhaus erholt man sich nicht. Wie geht's Martin und den Kindern? Dich bedrückt doch was. Ist etwas mit Martin und dir? Ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. Weiß es Martin? Ich glaube, er ahnt es. Was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Martin liebt dich. Ich weiß. Wir sollten Philipp benachrichtigen. Er soll sofort kommen. Was? Warum kommt sie nicht endlich in ein Krankenhaus? Sie will nicht ins Krankenhaus. Es geht nicht darum, was sie will, sondern was sie jetzt braucht. Sie will nicht ins Krankenhaus und damit fertig. Das ist mit dem Doktor so abgesprochen. Außerdem kann man sowieso nichts mehr machen. Sechs Uhr in Montreal, vielleicht kann ich Philipp jetzt anrufen. Hallo, mein Junge. Hallo, Papa. Tibi, schon mal willkommen ist. Philipp hat sich extra Urlaub genommen, um dich zu besuchen. Philipp? Wie geht es dir? Seltsam. Die ganze Zeit habe ich mich so sehr gefürchtet. Zu hören, dass es so weit ist. Einmal ist alles weg. Die ganze Angst. Mama? Soll ich das machen?
gesagt, er hat sie hier hereingetragen. Er würde sie auch wieder hinaustragen. Ich habe sie krank gemacht, Anna. Was? Tibi hat sich nie beklagt, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass sie nicht glücklich war. Schon seit Jahren. Ich hätte ihr ein besserer Mann sein müssen. Mit ihr ausgehen. Reisen. Gäste einladen, Freunde. Ich habe gewusst, dass sie einmal andere Träume hatte, aber ich habe sie ignoriert. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie wäre weggegangen. Besser als... Komm. Vielen Dank. Anna. Das war das Haus meines Vaters. Ich stelle hier zwischen meinen Reisen nur die Koffer ab, das ist alles. Zu bleiben? Wie spät ist es denn? Kurz vor fünf. Um fünf schließt der Kindergarten. Wann sehe ich dich wieder? Ich weiß es nicht. Sehe ich dich wieder? Kindergarten hat mich aus einer Sitzung geklingelt. Was ist los? Mami, du hast mich vergessen. Ich hab dich nicht vergessen, mein Schatz. Fahren wir? Los, geh mal mit Mama. Ist 20 Mark okay? Ist
Danke. Mami, wo warst du denn? Wir ins Kinderzimmer spielen. Wo warst du? Ich war bei Robert. Und? Ich liebe ihn. Was heißt das? Was heißt das für uns? Für die Kinder? Für die Familie? Ich weiß es nicht. Und ich, Idiot, hab geglaubt, wir wären glücklich. Waren wir auch. Dann sag mir, warum. Was ist so besonders an ihm? Sag es mir. Ich weiß, wir leben hier ein kleines Leben. Es ist weder aufregend noch langweilig. Es ist Alltag. Ich bin Alltag. Die Kinder sind Alltag, diese Wohnung, alles. Raus! Ich habe dich geheiratet, weil ich es wollte. Tom und Benny sind uns doch nicht einfach so passiert. Bedeutet dir das alles nichts mehr? Doch, aber... Dieser Robert ist dir wichtiger als 10 gemeinsame Jahre. Nein. Was ist es dann? Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann... Ich weiß nicht, warum dann. Habe ich immer das Gefühl, dass er noch mehr ist. Dass ich noch mehr bin. Doch auch mal große Träume, Martin. Du wolltest dich selbstständig machen. Häuser bauen. Tja, und jetzt sieh dir an, was aus mir geworden ist. Ein mittelmäßiger Architekt, der für andere die Drecksarbeit macht. Habe ich recht, Anna? Nein. Das ist es doch, was du sagen wolltest. Nein! Was dann? Dass wenig von dem übrig geblieben ist, was du damals wolltest. Du und die Kinder, ihr seid nicht wenig. Du wirst die Kinder nicht mitnehmen. Sie haben hier ihr Zuhause, ihre Freunde, ihren Vater. Und ich werde nicht zulassen, dass du sie aus ihrem Leben reißt. Wenn du gehst, dann gehst du ganz allein. Martin! Was tust du da? Ich koche Kakao. Lass das. Ich will nicht, dass du aus Mitleid bleibst. Oder weil du Angst hast. Vor dir selbst oder vor ihm oder was weiß ich. Geh! Du hast kein Frühstück mehr zu machen. Keine Pausenbrote mehr schmieren, keine Kinder mehr fahren. Du bist von allen deinen Pflichten entbunden. Du bist frei. Martin! Was wolltest du doch sein? Also bitte geh! Wenn du Papa nicht mehr lieb hast, haben wir dich auch nicht mehr lieb. Oder Ben? Genau. Komm. Was soll denn das, Tom?
Papa soll das machen. Findest du es gut? Mami ist böse. Ich bin nicht böse. Was ist los? Martin. Und dein Rucksack, Benny? Martin! Dir Frühstück. Ich rufe nachher mal die Klavierstimme an. War das hier dein Zimmer? Mhm. Bis ich 10 war. Da drin habe ich mich mal versteckt. Vor wem? Vor meinem Vater. Er steckte mich in einen Anzug und schleppte mich mit zu seinen Partys und Empfängen. Jedes Wochenende mit den gleichen Grinsen im Pfeffersäcken. Deine Mutter? Sie war 20 Jahre jünger als er. Als ich 2 war, verliebte sie sich in einen Musiker, zog mit ihm nach Goa. Sie nahm mich mit. Wir lebten 3 Jahre am Strand. Und dann? Verlor sie wohl das Interesse an einem Kleinkind und schickte mich hierher zurück. Hast du sie wiedergesehen? Einmal besuchte sie mich im Internat, ich war ungefähr 16. Sie lud mich und meine Freundin in eine Bar ein, kaufte uns Drinks und Zigaretten, tanzte mit meinen Freunden, die fanden das großartig. Ich habe mich nur für sie geschämt. Spielt Benji noch mit Autos? Grünen Pfeffer? Mhm. Tust du noch ein bisschen Zitrone dran? Mhm. Ja, Karin. Ich koche gerade. Was gibt's denn?
Was, morgen Nachmittag? Im Verlag. Gut, ich komme. Bis morgen. Ich muss morgen kurz weg. Das war Karl. Möchtest du mal zu Hause anrufen? Das wäre nicht richtig. Schlimmer machst. Deine Kinder leiden sowieso schon genug darunter, dass du weg bist. Einfach abgehauen, rums, ohne Erklärung. Soll Martin doch alleine sehen, wie er klarkommt. Lass ihn in Ruhe, Karin. Und jetzt kreuzt du einfach auf, was dir gerade passt. Benny ist noch nicht mal 6 Jahre alt. Lass es. Ist alles okay? Ja. Benny hat seine Fußballsachen vergessen. Komm, komm, mein Schatz, komm. Ich bin jetzt im Training. Geht's dir gut? Ja. Anna! Anna? Anna? Wir müssen weg von hier. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Wo wir beide neu sind. Jetzt. Da werden wir wohnen. Das ist der große Speisesaal. Es passen genau 14 Tische rein. Bei schönem Wetter haben wir noch mal 8 auf der Terrasse. Hier darf die Stimme noch eine Anrichte auf. Hier setzen wir die Glühbirne mit echten Kerzen. Die Küche ist auch schon fast fertig. Da fehlen nur noch die Fliesen, die solltest du heute austun, dann können sie am Dienstag verlegt werden. Und das sind die Möbel. Was sagst du? Toll. Aber ich kann das nicht. Was, du kannst kein Restaurant führen? Was ist, wenn du wieder auf Reisen bist? Ich gehe nicht mehr weg, Anna. Ich bin ein ganz leidlicher Koch. Holst du deine Jungs nicht her? Die können doch kommen, so oft sie wollen. Platz haben wir genug. Sie können auch ganz hierher kommen. Du weißt, dass das nicht geht. Hier spricht Benjamin Lenz. Benni? Mami? Wie geht's dir, mein Schatz? Und Tom, wie geht's Tom? Mami, ich hab grad meinen Mund voll. Dann kau erst mal zu Ende und sag mir dann, wie es dir geht, ja? Mami, ich hab heute Fußball gespielt. Und? Hast du ein Tor geschossen? Mami, ich bin auf Torwart. Ach so. Ich vermisse dich, mein Liebling. Willst du noch mal Papa sprechen? Gib Tom einen Kuss zu mir, ja? Tschüss. Die ersten Gäste, Testesser sozusagen.
Post für dich. Hallo. Krieg sie. Anna, kommst du mal? Gefällt's dir? Vielleicht wär's ohne Anna besser. Es gibt schon zwei Läden, die Restaurant mehr heißen. Tom will seinen Geburtstag dieses Jahr nur mit Florian feiern. Sie gehen ins Kino und danach Pizza essen. Ben hat seinen ersten Zahn verloren. Nachts kriegt er einen Waschlappen zum Nuckeln, damit er schlafen kann. Ich selbst arbeite an einem neuen Projekt. Es bringt zwar kein Geld, aber es bedeutet mir sehr viel. Vielleicht stelle ich nächsten Monat eine Haushälterin ein. Bitte mach dir keine Sorgen. Meine Kinder werden ohne mich groß, Robert. Jeden Tag. Mit der Zeit werde ich anfangen, zurückzudenken. Und irgendwann wird mir alles, was zwischen uns war, schmutzig vorkommen. Das will ich nicht. Ich kann dich nicht gehen lassen, Anna. Beratung ablegen. Anni! Anni! Hallo! Bleibst du jetzt endlich bei uns?
einverstanden seid? Ja. Bescherung! Das ist toll, Martin. Mhm. Danke. Stoßfest und wasserdicht bis 70 Meter. Und jetzt rufen wir deine Mutter an und bleiben einfach noch ein bisschen hier. Nee, die warten schon auf euch, das weißt du doch. Na gut. Okay, Jungs, zusammenpacken. Wir sind gerade fertig mit Aufbau. Nee, zusammenpacken! Sag mal, hat sich dieser Robert eigentlich mal bei dir gemeldet? Ich habe nämlich überall nach ihm gefragt. Bei der Polizei, in allen Krankenhäusern, sogar bei der Presse. Ist wie verhext. Keiner weiß, wo der steckt. Es wäre wirklich einfacher, wenn du dich an seinen Nachnamen erinnern könntest. Nee, das nicht mindestens. Einfach so. Gib's mir. Anna Lenz? Haben Sie das Buch bekommen? Sind Sie schon an der Stelle, wo Benjamin Bunny seine Cousine Flopsy heiratet? Geht es Ihnen gut? Es geht mir sehr gut. Sind Sie allein? Ja. Feiert Martin mit den Kindern bei Ihren Eltern? Mein Mann hat versucht, sie zu finden. In welchem Krankenhaus liegen Sie denn? Ich liege zu Hause. Schön, Ihre Stimme zu hören, Anna. Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Ich könnte Martin schicken. Ist nicht nötig, ich bin bestens versorgt. Das ist gut, dass Sie nicht allein sind. Ich muss auflegen, ich bekomme Besuch. Vielleicht könnten wir mal telefonieren. Wo kann ich Sie erreichen? Ich melde mich wieder. Oh, Weihnachten. Ja. Alles in Ordnung? Ja, wieso? Hast du geschlafen? Nein. Wie geht's Tibi? Ganz gut. Kann ich Sie sprechen? Kommt schon. Danke. Gute Nacht, Schatz. Bis morgen. Danke. Anna? Also, Moment. Okay. Und ihr Bein? Auch gut, danke. War die Frau wirklich so schön, wie der Mann am Fenster erzählt hat? Es gab gar keine Frau. Das Einzige, was man vom Fenster aus sehen konnte, war eine Mauer. Ach, ging ja. Einmal. War schon mal besser. Gucken Sie mal da oben. Was das wohl ist? Die alte Villa? Aha. Die gucke ich mir an. Nicht so schnell. Da komme ich doch nicht hinterher. Beeilen Sie sich halt ein bisschen. Warten Sie!
Anna? 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 Hier bin ich! Sieht aus wie ein Restaurant. Wahrscheinlich liegt der Koch noch tot in der Küche. Erschlagen von seinem letzten Gast. Von da oben muss man einen fantastischen Blick haben. Das Fenster steht offen. Was haben Sie vor? Robert? Sind Sie verrückt geworden? Sie wollen doch hier wohnen. Oder kaufen Sie mir den Katz im Sack? Ach doch, Ihr Bein! Ich fürchte, Sie haben recht. Oh, oh. Kommen Sie. Wenn wir uns hier sehen, ist morgen die ganze Reha-Klinik hier. Wir haben die Attentäter immer noch nicht gefasst. Ist Ihnen das so wichtig? Natürlich. Die müssen bestraft werden für das, was sie getan haben. Und was ändert das? Da sind Menschen gestorben. Sind Sie denn immer mal wütend? Sie hatten doch lange Zeit Schmerzen. Ihr Bein ist immer noch nicht ganz verheilt. Sag mal, hat sich dieser Robert eigentlich mal bei dir gemeldet? Ich habe nämlich überall nach ihm gefragt. Bei der Polizei, in allen Krankenhäusern, sogar bei der Presse. Ist wie verhext. Keiner weiß, wo der steckt. Es wäre wirklich einfacher, wenn du dich an seinen Nachnamen erinnern könntest. Nee, das nicht könntest. Einfach so. Gib's mir. Anna Lenz? Haben Sie das Buch bekommen? Robert? Sind Sie schon an der Stelle, wo Benjamin Bunny seine Cousine Flopsy heiratet? Geht es Ihnen gut? Es geht mir sehr gut. Sind Sie allein? Ja. Feiert Martin mit den Kindern bei Ihren Eltern? Mein Mann hat versucht, sie zu finden. In welchem Krankenhaus liegen Sie denn? Ich lieg zu Hause. Schön, Ihre Stimme zu hören, Anna. Hat mir gefehlt. Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Ich könnte Martin schicken. Ist nicht nötig, ich bin bestens versorgt. Das ist gut, dass Sie nicht allein sind. Ich muss auflegen, ich bekomme Besuch. Vielleicht könnten wir mal telefonieren. Wo kann ich Sie erreichen? Ich melde mich wieder. Frohe Weihnachten. Ja? Anna? Ja? Alles in Ordnung? Ja, wieso? Hast du geschlafen? Nein. Wie geht's Tibi? Ganz gut. Kann ich Sie sprechen? Kommt schon. Danke. Gute Nacht, Schatz. Wir sehen uns morgen. Danke. Anna? Also Moment, nochmal. Ich stopfe die Zitronen in die Ente und dann nähe ich den Bürzel zu. Richtig. Wo finde ich den? Wo wohl? Hinten. Und nicht vergessen, die Zitronen einzustechen. Sonst bläht die Ente sich nicht auf. Das ist wichtig, verstehst du? Das schaffe ich nie. Karl. Nein. Weißt du was? Ruf einen Catering-Service an. Ich bestelle jetzt einen Krankentransport und dann kommst du mit zu uns. Und wie stellst du dir das vor, dass ich im Liegen koche? Du gibst Anweisungen und ich führe aus. Ich bin nicht mal transportfähig. Zumindest sagt es die Schwester. Normalerweise hältst du es hier keine 3 Tage aus. Muss ich mir Sorgen machen? Musst du nicht. Ich bin bestens versorgt. Ich
kann in Ruhe arbeiten. Alles ist gut. Fahr nach Hause. Hier, hinter mir an der Palettentankstelle, werden immer mehr Paletten eingeliefert und auch die entsprechenden Krankenhäuser in der Stadt. Was ist das? Elektrische Leitung. Ich bin im Fahrstuhlschacht. Keine Angst. Wartet und ruft gleich wieder an. Der wird stinksauer sein. Alan? Ich bin's. Martin, sie ist immer noch nicht da. Scheiße. Martin, mach sie nicht verrückt. Sie haben die ganze Innenstadt abgesperrt. Der Enttunnel ist auch dicht. Sind die Kinder schon im Bett? Gerade eingeschlafen. Du, ich rufe dich an, sobald Anna hier ist, okay? Okay. Vielen Dank, Oberbrandmeister Richter. In den zerstörten Gebäudeteilen wird weiter fieberhaft nach Überlebenden gesucht. Die verschütteten Autos, die man vorsehen kann, werden registriert und die Heiler ausfindig gemacht. So versucht man sich ein ungefähres Bild über die Zahl der Verschütteten zu machen. Noch einmal die Bitte der Einsatzleitung. Jeder. Lenz? Martin, im Fernsehen, wir haben Annas Auto gefunden. Was? Was haben Sie? Hallo? Hören Sie auf, bitte. Bitte, wir kommen hier raus. Wie heißen Sie eigentlich? Anna. Ich heiße Robert. Erzählen Sie mir doch mal, Anna, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Oder lassen Sie mich raten. Er hat Sie monatelang auf dem Weg zur Arbeit beobachtet und sich nie getraut, Sie anzusprechen. Oder sind Sie zusammen im Aufzug stecken geblieben? Nein. Ich mache noch mal Licht. Martin, er ist der beste Freund von meinem Bruder. Sie haben zusammen gewohnt. Während ihres Studiums in Wien. Eines Tages... Thank you.
Sind Sie verletzt? Hallo? Hallo? Wer ist da? Holen Sie mich heraus! Was ist mit Ihnen? Sind Sie verletzt? Meine Beine. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Sehen? Ich bin hier oben. Nein, nein. Was war das? Haben Sie was abgekriegt? Sind Sie verrückt geworden? Es waren nur ein paar kleine Steine, keine Angst. Was ist mit islamische Extremisten waren. Und dass der Anschlag eigentlich dem amerikanischen Konsulat gelten sollte. Wir werden belagert von Journalisten. Ständig klingelt das Telefon. Alle wollen sie die große Schicksalsgeschichte haben. Einer hat mir sogar 20.000 Mark für ein Foto von dir geboten. Du weißt, was ich gemacht habe? Ich habe ihn rausgeschmissen. Anna. Du musst jetzt ganz schnell wieder gesund werden, ja? Jetzt zu sagen, dass du in ein paar Wochen so weit bist, dass du in die Reha kannst. Martin. Ja. Der Mann, der da unten mit mir lag. Wer war das? Ich würde gern wissen, wie es ihm geht. Ist gut. Ich kümmere mich drum, ja? Bescherung! Das ist toll, Martin. Mhm. Danke. Stoßfest und wasserdicht bis 70 Meter. Und jetzt rufen wir deine Mutter an und bleiben einfach noch ein bisschen hier. Nee, die warten schon auf euch, das weißt du doch. Na gut. Okay, Jungs, zusammenpacken. Wir sind gerade fertig mit Aufgaben. Nee, zusammenpacken. Sag mal, hat sich dieser Robert... Nein. Was ist es dann? Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann... Ich weiß nicht, warum dann. Habe ich immer das Gefühl, dass da noch mehr ist. Dass ich noch mehr bin. Verstehst du das? Wir hatten doch auch mal große Träume, Martin. Du wolltest dich selbstständig machen. Häuser bauen. Tja, und jetzt sieh dir an, was aus mir geworden ist. Ein mittelmäßiger Architekt, der für andere die Drecksarbeit macht. Habe ich recht, Anna? Nein. Das ist es doch, was du sagen wolltest. Nein! Was dann?
dass wenig von dem übrig geblieben ist, was du damals wolltest. Vielleicht. Du und die Kinder, ihr seid nicht wenig. Du wirst die Kinder nicht mitnehmen. Sie haben hier ihr Zuhause, ihre Freunde, ihren Vater. Und ich werde nicht zulassen, dass du sie aus ihrem Leben reißt. Wenn du gehst, dann gehst du ganz allein! Martin! Was tust du da? Ich koche Kakao. Lass das. Ich will nicht, dass du aus Mitleid bleibst. Oder weil du Angst hast. Vor dir selbst oder vor ihm oder was weiß ich. Geh! Du hast kein Frühstück mehr zu machen. Keine Pausenbrote mehr schmieren, keine Kinder mehr fahren. Du bist von allen deinen Pflichten entbunden. Du bist frei. Martin. Das wolltest du doch sein, also bitte geh! Wenn du Papa nicht mehr lieb hast, haben wir dich auch nicht mehr lieb. Oder Ben? Genau. Komm. Was soll denn das, Tom? Papa soll das machen. Findest du das gut? Mami ist böse. Ich bin nicht böse! Wir müssen los. Ach, Inga! Einmal. War schon mal besser. Gucken Sie mal da oben. Was das wohl ist? Die alte Villa? Aha. Die gucke ich mir an. Nicht so schnell. Da komme ich doch nicht hinterher. Beeilen Sie sich halt ein bisschen. Warten Sie. Anna? Anna? Hier bin ich! Sieht aus wie ein Restaurant. Wahrscheinlich liegt der Koch noch tot in der Küche. Erschlagen von seinem letzten Gast. Von da oben muss man einen fantastischen Blick haben. Das Fenster steht offen. Was haben Sie vor? Robert? Sind Sie verrückt geworden? Sie wollen doch hier wohnen. Oder kaufen Sie mir die Katze im Sack? Ach doch, Ihr Bein! Ich fürchte, Sie haben recht. Oh, oh. Kommen Sie. Wenn wir uns hier sehen, ist morgen die ganze Reha-Klinik hier. Wir haben die Attentäter immer noch nicht gefasst. Ist Ihnen das so wichtig? Natürlich. Die müssen bestraft werden für das, was sie getan haben. Und was ändert das? Da sind Menschen gestorben. Sind Sie denn immer mal wütend? Sie hatten doch lange Zeit Schmerzen. Ihr Bein ist immer noch nicht ganz verheilt. Dafür habe ich Sie kennengelernt. Guck
Kommen Sie. Jetzt, ich kümmere mich um die Jungs. Ist was mit Mami? Nein, Tom. Nicht. So, schön brav sein. Tschüss. Hier hinter mir in der Verletzten-Sammelstelle werden immer mehr Verletzte eingeliefert und auch die entsprechenden Krankenhäuser in der Stadt vertragen. Was ist das? Elektrische Leitung, ich bin im Fahrstuhlschacht. Hallo? Lassen Sie mich nicht allein! Hallo? Bleib bei Ihnen, keine Angst. Warte, ruf gleich wieder an. Der wird stinksauer sein. Brennens? Ich bin's. Martin, sie ist immer noch nicht da. Scheiße. Martin, mach sie nicht verrückt. Sie haben die ganze Innenstadt abgesperrt. Der Tunnel ist auch dicht. Sind die Kinder schon im Bett? Gerade eingeschlafen. Du, ich rufe dich an, sobald Anna hier ist, okay? Okay. Vielen Dank, Oberbrandmeister Richter. In den zerstörten Gebäudeteilen wird weiter fieberhaft das Überleben gesucht. Die verschütteten Autos, die man vorsehen kann, werden registriert und die Heiler ausfindig gemacht. So versucht man, sich ein ungefähres Bild über die Zahl der Verschütteten zu machen. Noch einmal die Bitte der Einsatzleitung. Jeder. Lenz? Martin, im Fernsehen, wir haben Annas Auto gefunden. Was? Was haben Sie? Hallo? Hören Sie auf, bitte. Bitte, wir kommen hier raus. Wie heißen Sie eigentlich? Anna. Ich heiße Robert. Erzählen Sie mir doch mal, Anna, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Oder lassen Sie mich raten. Er hat Sie monatelang auf dem Weg zur Arbeit beobachtet und sich nie getraut, Sie anzusprechen. Oder sind Sie zusammen im Aufzug stecken geblieben? Nein. Ich mache ihn noch mal Licht. Martin, er ist der beste Freund von meinem Bruder. Ich koche gerade. Was gibt's denn? Was, morgen Nachmittag? Im Verlag. Gut, ich komme. Bis morgen. Ich muss morgen kurz weg. Das war Karl. Mhm. Mietest du mal zu Hause anrufen? Das wäre nicht richtig. Schlimmer machst. Deine Kinder leiden sowieso schon genug darunter, dass du weg bist. Einfach abgehauen, rums, ohne Erklärung. Soll Martin doch alleine sehen, wie er klarkommt. Lass ihn in Ruhe, Karin. Und jetzt kreuzt du einfach auf, was dir gerade passt. Denn ist noch nicht mal 6 Jahre alt. Lass es. Ist alles okay? Ja. Wenn ihr jetzt seine Fußballsachen vergisst. Komm, komm, mein Schatz, komm. Ich bin jetzt im Training. Geht's dir gut? Ja. Anna! Anna? Anna?
Wir müssen weg von hier. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Wo wir beide neu sind. Jetzt. Da werden wir wohnen. Das ist der große Speisesaal. Es passen genau 14 Tische rein. Was schön wäre, da haben wir noch mal 8 auf der Terrasse. Hier dachte ich, stellen wir noch eine Anrichte auf. Hier setzen wir die Glühbirne mit echten Kerzen. Die Küche ist auch schon fast fertig. Da fehlen nur noch die Fliesen, die solltest du heute austun und kannst am Dienstag verlegt werden. Und das sind die Möbel. Was sagst du? Toll. Aber ich kann das nicht. Was, du kannst kein Restaurant führen? Der und Kinder? Wie kann er mit etwas schreiben, wovon er nichts versteht? Nein, das habe ich nicht gedacht. Darf ich? Ich will Ihnen gerne was zeigen. Haben Sie mal von den Jüngern der Sonne gehört? Jünger der Sonne? Ja. Das war eine Art Kommune. Die liefen nackt in der Gegend herum und praktizierten freie Liebe und Partnertausch. Und das Ganze vor 100 Jahren. Und das hier war Ihr Vereinsheim? So kann man es nennen, ja. Das war Ihr Tempel. Es waren hochgebildete Leute dabei. Maler, Dichter, Wissenschaftler, Philosophen. Und hier wurde über die Zukunft der Zivilisation debattiert, gedichtet, getanzt und Drogen genommen. Halluzinogene Drogen, Stechapfel, Fliegenpilz. Kommen Sie. Natürlich wurden sie angefeindet und bekämpft. Schließlich regierte noch der Kaiser. Es war kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Aber wie gesagt, es waren eben auch einflussreiche Persönlichkeiten darunter. Adlige, Industrielle, Politiker, sogar eine Cousine des Kaisers. Und deshalb wurde das unmoralische Treiben hier geduldet. Hier oben haben sie gewohnt. Hier wurde gekocht, gebadet. Hier haben sie sich geliebt. Warum spielen sie nicht weiter? Meine Mutter starb an Krebs. Hatte sie ein glückliches Leben? Ich glaube schon. Sie wäre vielleicht gern. Ich liege zu Hause. Schön, Ihre Stimme zu hören, Anna. Hat mir gefehlt. Haben Sie jemanden, der sich um Sie kümmert? Ich könnte Martin schicken. Ist nicht nötig, ich bin bestens versorgt. Das ist gut, dass Sie nicht allein sind. Ich muss auflegen, ich bekomme Besuch. Vielleicht könnten wir mal telefonieren. Wo kann ich Sie erreichen? Ich melde mich wieder. Frohe Weihnachten. Ja. Anna? Ja. Alles in Ordnung? Ja, wieso? Hast du geschlafen? Nein. Wie geht's Tibi?
Ganz gut. Kann ich Sie sprechen? Kommt schon. Danke. Gute Nacht, Schatz. Wir sehen uns morgen. Hm, danke. Anna? Also Moment, nochmal. Ich stopfe die Zitronen in die Ente und dann nähe ich den Bürzel zu. Richtig. Wo finde ich den? Wo wohl? Hinten. Und nicht vergessen, die Zitronen einzustechen. Sonst bläht die Ente sich nicht auf. Das ist wichtig, verstehst du? Das schaffe ich nie. Karl. Nein. Weißt du was? Ruf einen Catering-Service an. Ich bestelle jetzt einen Krankentransport und dann kommst du mit zu uns. Und wie stellst du dir das vor, dass ich im Liegen koche? Du gibst Anweisungen und ich führe aus. Ich bin nicht mal transportfähig. Zumindest sagt es die Schwester. Normalerweise hältst du es hier keine 3 Tage aus. Muss ich mir Sorgen machen? Musst du nicht. Ich bin bestens versorgt. Ich kann in Ruhe arbeiten, alles ist gut. Fahr nach Hause, grüß die Frau und die Kinder. Sagen Sie, fantasiert er nachts oder schreit er manchmal laut auf? Geh einfach, Karl. Geh, bitte. Bis morgen. Bis morgen. Oh. Vielen Dank. Das ist ja herrlich. Mein Gott, sind die schön. Vielen Dank. Du, die sind nicht von mir. Die sind wohl vom Haus. Deine Mutter schafft das. Du hast noch ein bisschen Zitrone dran. Ja, Karin. Ich koche gerade. Was gibt's denn? Was, morgen Nachmittag? Im Verlag. Gut, ich komme. Bis morgen. Ich muss morgen kurz weg. Das war Karin. Mhm. Möchtest du mal zu Hause anrufen? Das wäre nicht richtig. Schlimmer machst. Deine Kinder leiden sowieso schon genug darunter, dass du weg bist. Einfach abgehauen, rums, ohne Erklärung. So, mach ihn doch alleine sehen, wie er klarkommt. Lass ihn in Ruhe, Karin. Und jetzt kreuzt du einfach auf, was dir gerade passt. Denn ist noch nicht mal 6 Jahre alt. Lass es. Ist alles okay? Ja. Wenn ihr jetzt seine Fußballsachen vergisst. Komm, komm, mein Schatz, komm. Ich bin jetzt im Training. Geht's dir gut? Ja. Anna! Anna? Anna? Wir müssen weg von hier. Irgendwohin, wo niemand uns kennt. Wo wir beide neu sind. Jetzt. Da werden wir wohnen. Das ist der große Speisesaal. Es passen genau 14 Tische rein. Was schön wäre, da haben wir noch mal 8 auf der Terrasse. Hier dachte ich, stellen wir noch eine Anrichte auf. Hier setzen wir die Glühbirne mit echten Kerzen. Die Küche ist auch schon fast fertig. Da fehlen nur noch die Fliesen, die solltest du heute ausruhen und kannst am Dienstag verlegt werden. Unser Angebot für Ihre
Sind Sie verletzt? Hallo? Hallo? Wer ist da? Holen Sie mich heraus! Was ist mit Ihnen? Sind Sie verletzt? Meine Beine. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Das war das Haus meines Vaters. Ich stelle hier zwischen meinen Reisen nur die Koffer ab, das ist alles. Zu bleiben? Wie spät ist es denn? Kurz vor fünf. Um fünf schließt der Kindergarten. Wann sehe ich dich wieder? Ich weiß es nicht. Sehe ich dich wieder? Kindergarten hat mich aus einer Sitzung geklingelt. Was ist los? Mami, du hast mich vergessen. Ich hab dich nicht vergessen, mein Schatz. Fahren wir? Los, geh mal mit Mama. Ist 20 Mark okay? Danke. Mami, wo warst du denn? Geh ins Kinderzimmer spielen. Oliven, Thymian. Nicht wahr, Anna? Ich rieche Tomaten. Sonnengereifte Tomaten. Und ich rieche dein penetrantes Aftershave, Gerd. Hahaha. Lassen Sie mich am Essen anfangen. Entschuldige mich einen Moment. Anna? Obwohl alles ein bisschen viel für sie. Sag's mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Danke, Karin. Sag mir lieber, was mit dir los ist. Jetzt lass das!
mach das gleich. Setz dich. Ich muss mit dir reden. Du verlässt Hals über Kopf die Reha-Klinik. Einfach so. Ohne Erklärung. Ist in Ordnung, du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Aber seit du zurück bist, behandelst du mich und die Kinder wie Fremde. Anna, ich weiß nicht, durch welche Hölle du gegangen bist. Aber Gott weiß, ich hätte alles drum gegeben, wenn ich an deiner Stelle da unten gelegen wäre. Aber es ist nun mal so passiert. Niemand kann das ändern. Passiert ist passiert. Anna, du musst jetzt endlich wieder nach vorne sehen. Wenn du Hilfe brauchst, dann sag es. Du bekommst sie. Aber bitte sag es. Ist es dieser Mann? Er ist bei dir da unten gewesen. Nicht ich. Nach Tom Sawyer. Das war mein Lieblingsbruder. Als Kind. Dann heißt der andere wahrscheinlich Huckleberry, richtig? Nein. Benjamin. Benjamin? Wie Benjamin Bunny? Ich kenne keinen Benjamin Bunny. Sie kennen Benjamin Bunny nicht? Benji, das Kaninchen, der beste Freund von Peter Rabbit? Das war als Kind mein Lieblingsbuch. Ja, Finch. Ich gucke. Ja. Der erste Stock des Parkhauses ist fast vollständig renoviert. Dort im ersten Untergeschoss wird im Fieber noch weitere Tote und Verletzten gesucht. Zu den Ursachen der Explosion konnte die Polizei noch keine Aussagen machen. Ja, vielleicht schießt es drauf. Tom, mach die Glotze aus. In einer Viertelstunde kommt Mami zurück. Gleich. Nein. Liebe Kinder, gebt Schein. Jetzt nicht erschrecken. Ich mache Ihnen Licht. Warum lachen Sie? Da liegt eine Gans. Das ist keine Gans. Das ist eine Mastente. 3,5 Kilo. Scheiße. Ist es Ihres? Ja. Aber ich komme nicht ran. Danke, Karin. Ich habe gerade noch mal versucht, Anna auf dem Handy zu erreichen, aber sie geht nicht ran. Wahrscheinlich hat sie es abgestellt oder sie ist jetzt im Auto. Ich muss bis Dienstag alle Berechnungen vorlegen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll. Mach mal ganz in Ruhe, ich habe Zeit. Anna weiß ganz genau, dass ich weg muss. Ich verstehe das nicht. Tom, verdammt noch mal, ihr sollt die Glotze ausmachen. Über die genaue Ursache der Explosion herrscht hier noch Rätselraten. Von einer Gasexplosion ist die Rede, aber auch über einen möglichen Bombenanschlag wird hier spekuliert. Anna ist in der Innenstadt Geschenke gekauft. Weißt du doch, wo sie steht? Sie steht im Stau. Warum meldet sie sich dann nicht? Ich habe extra das Handy mitgegeben. Geh jetzt, ich kümmere mich um die Jungs. Ist was mit Mami? Nein, Tom. So, schön brav sein. Tschüss. Hier hinter mir in der Verletzten-Sammelstelle werden immer mehr Verletzte eingeliefert und auch die entsprechenden Krankenhäuser in der Stadt übertragen. Was ist das? Elektrische Leitung, ich bin im Fahrstuhlschacht. War das hier dein Zimmer? Mhm. Bis ich 10 war. Da drin habe ich mich mehr versteckt. Vor wem?
von meinem Vater. Er steckte mich in einen Anzug und schleppte mich mit zu seinen Partys und Empfängen. Jedes Wochenende mit den gleichen Grinsen im Pfeffersäcken. Und deine Mutter? Sie war 20 Jahre jünger als er. Die zwei war verliebte sich in einen Musiker, zog mit ihm nach Goa. Sie nahm mich mit. Wir lebten 3 Jahre am Strand. Und dann? Verlor sie wohl das Interesse an einem Kleinkind und schickte mich hierher zurück. Hast du sie wiedergesehen? Einmal besuchte sie mich im Internat, ich war ungefähr 16. Sie lud mich und meine Freundin in eine Bar ein, kaufte uns Drinks und Zigaretten, tanzte mit meinen Freunden, die fanden das großartig. Ich habe mich nur für sie geschämt. Spielt Benji noch mit Autos? Grünen Pfeffer? Mhm. Tust du noch ein bisschen Zitrone dran? Mhm. Ja, Karin. Ich koch gerade. Was gibt's denn? Was, morgen Nachmittag? Im Verlag. Gut, ich komme. Bis morgen. Ich muss morgen kurz weg. Das war Karin. Mhm. Möchtest du mal zu Hause anrufen? Das wäre nicht richtig. Sicher hereingetragen. Er würde sie auch wieder hinaustragen. Ich habe sie krank gemacht, Anna. Was? Tibi hat sich nie beklagt, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass sie nicht glücklich war. Schon seit Jahren. Ich hätte ja ein besserer Mann sein müssen. Mit ihr ausgehen. Reisen. Gäste einladen, Freunde. Ich habe gewusst, dass sie einmal andere Träume hatte, aber ich habe sie ignoriert. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie wäre weggegangen. Besser als... Komm.
Vielen Dank. Anna. Wie schon mal willkommen ist. Philipp hat sich extra Urlaub genommen, um dich zu besuchen. Philipp? Wie geht es dir? Seltsam. Die ganze Zeit habe ich mich so sehr gefürchtet. Zu hören, dass es so weit ist. Ist alles weg. Die ganze Angst. Mama? Er hat sie hier hereingetragen. Er will sie auch wieder hinaustragen. Ich habe sie krank gemacht, Anna. Was? Tibi hat sich nie beklagt, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass sie nicht glücklich war. Schon seit Jahren. Ich hätte ja ein besserer Mann sein müssen.